Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour und wir sind auf der Q-School, der Qualifying School und wir beginnen heute mit dem Leaderboard, denn wir wollen einsteigen in die dritte Runde, den Cut haben wir wohl geschafft und jetzt heißt es am Moving Day sich in Position zu bringen für den Finaltag. Im Moment sieht es ja ganz gut aus, wir spielen kurz vor der Mittagspause um 11.12 Uhr, so wie es aussieht. Und lasst uns loslegen. Wir gehen in den Event und starten die Runde mit unserem Outfit vom Players. So, los geht's. Bay Hill Club and Lodge und wir sehen uns gleich auf der 1. EA Sports and the PGA Tour are proud to bring you this showcase of the best young players in the world of golf. From Bay Hill Club and Lodge in Orlando, Florida, third round coverage of Q School. Rich Lerner here in our tower overlooking the 18th green. Frank Navolo is by my side. Out on the course, we've got Nota Begay III and Iona Stephen as we check the Saturday leaderboard. Our leader here on Saturday is our featured golfer. He's got a two-shot advantage here to begin play. Jo, da stehen wir am Abschlag zusammen mit unserem Caddy, machen noch ein paar Probeschwünge und versuchen das Gefühl für den Abschlag zu bekommen. So, an der Stelle ganz kurz die Information. Ich habe mal ein paar Tournaments gespielt und man kann ja unter den Einstellungen einstellen, zum Beispiel, dass man keine Flyover hat. Und das Fast Play, das funktioniert auch sehr gut, damit eben diese Zwischenanimationen nicht gespielt werden, die man auch überspringen kann. Und wer eben ein paar Tournaments schnell durchspielen will, um eben Punkte zu sammeln, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich werde das jetzt immer für die Videos natürlich wieder einschalten, denn ein bisschen finde ich das halt auch super, wenn man eben dann diese Flyovers hat und natürlich doch ein bisschen auch die Animationen und die Reaktionen, auch wenn vielleicht mal die eine oder andere gar nicht so richtig dazu stimmt. Ich darf mich auf jeden Fall an der Stelle, bevor wir loslegen, nochmal recht herzlich bei euch allen bedanken. Der Kanal wächst und sage Servus auch zu allen neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Freue mich, dass ihr jetzt mit dabei seid, zukünftig hier auch bei Folgen von EA Sports oder dem Landwirtschaftssimulator oder The Division. Danke, danke, danke. Auch für eure vielen, vielen Kommentare. Freue mich immer und versuche die natürlich auch zu beantworten, was mir leider nicht immer gelingt. Ist immer ein bisschen auch eine Zeitfrage. Okay, wir sind bei der Zeitfrage und das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, wo wir den Ball hinspielen, natürlich hier, oh, wir haben ein bisschen Gegenwind, so wie es aussieht. Und zwar ein bisschen ist gut, den werden wir merken. Jetzt überlege ich dann, ob wir dann den direkt gerade spielen. Oder ob wir den dann doch ein bisschen, ja, wir spielen den mal gerade. Er wird sowieso nicht bis dahin fliegen, habe ich nicht so das Gefühl. Und dann lasst uns loslegen. Dritte Runde, Moving Day in der Qualifying School zur Korn Ferry Tour. Schönes Spiel. This one turning left a bit off the tee. So, das hat ganz, ganz gut geklappt. Jo, kurz die Faust rausgeholt. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ja, da hat er recht. Da müssen wir jetzt überlegen. Den müssten wir ein bisschen weiter hinten, aber dafür etwas höher. Aber wir haben Gegenwind. Ja, auch hier, wie gesagt, das Ziel immer erstmal aufs Grün. Erstmal aufs Grün kommen, bisschen höher. Okay. Ja, geht ein bisschen rechts rüber und ist auch ein bisschen lang, habe ich so den Eindruck. Bleibt er liegen? Sehr gut. Green in Regulation. Really good approach shot. And now, good look at birdie. This one measures out to 15 feet. Gut, es geht wieder ein bisschen bergab. Ja, ein bisschen ist fast auch ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Oder wie auch immer. Nee, also da müssen wir schon ein bisschen kürzer bleiben. Am Anfang haben wir kein Break, so gut wie keins, aber da unten dann. Also das heißt, wir müssen eigentlich über rechts kommen. Und wenn der Ball langsam wird, wird er natürlich mehr das Break annehmen.
Ja, dann versuchen wir es mal so, ein bisschen mehr. Zu kurz dürfen wir aber auch nicht sein. Kommt er rum, er kommt nicht rum. Ah, zu schnell. Oh, deutlich zu schnell. Deutlich zu schnell. So, das war jetzt so der Klassiker. 10 Fuß, das war der Klassiker. Aus einer Birdie-Chance wird jetzt die Gefahr eines Bogies, weil jetzt haben wir hier auch viel mehr Break. Aber gut, dafür können wir jetzt bergauf spielen. Das heißt, da können wir Gas geben. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass er nicht durchs Break durchläuft. 10 Fuß. Okay. Ja, das war doch leicht glücklich über die rechte Lochkante. Back to the action here at the Bay Hill Club and Lodge. Second hole, it is a pretty demanding par 3, Frank. Goal really is to just carry that front bunker or sneak it a little right of that and try and cheat it around. So, ich bin ja auch wieder froh, dass wir jetzt nicht mehr im Simulationsmodus spielen. Ihr habt ja vielleicht die 4 Loch gesehen, das Video vor kurzem, was ich veröffentlicht habe, wo wir 4 Bahnen gegangen sind im Simulationsmodus. Also es ist dann schon eine harte Nummer, muss man ganz klar sagen. Werde ich auch später noch ein bisschen was dazu erzählen. Jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Schon wieder Gegenwind, kräftigen Gegenwind. Und ich würde ja viel lieber das Ganze mit einem Eisen spielen, aber da komme ich nicht hin. Wir müssten versuchen hier mit dem Draw. Eisen mit dem Draw. Wenn ich das richtig sehe, fällt hier das Gelände ab. Wenn wir den hier reinschlagen, dann kriegt er sowieso einen Kick. Ein Eisen wäre mir einfach lieber. Natürlich könnten wir auch versuchen, das Hybrid hoch anzuspielen, aber... Ja, lasst es uns versuchen. Wir nehmen doch das Hybrid, weil wir haben ja Gegenwind. Das heißt, der Ball wird kürzer und wenn wir den hoch anspielen... Gut, dann spielen wir hier noch den Draw rein. Und spielen ihn etwas höher an. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, ob er den Kick kriegt. Aus der Welle raus. Okay. Ja, doch, er ist ein bisschen lang, aber er müsste jetzt nach links runterspringen. Sehr schön. Und er rollt ein bisschen auch noch zum Stock. Und da bin ich doch der Meinung, das haben wir so schlecht gar nicht gemacht. Okay, fortunate there. That ball hops onto the green and he'll be left with that for his birdie. We turn to Notabagay the third for this look at birdie. And this is a nice, smooth right to lefter. This is the go zone. Ja. Smooth, wie auch immer. Also ich meine, da war natürlich vorhin an der 1, das war eigentlich wirklich eine Birdie-Chance. Hier, das sieht jetzt schon wieder ganz nach was anderem aus. Und zwar, dass der Ball definitiv links unterm Loch durchlaufen wird, habe ich so das Gefühl. Ja, 3 Inches. Ja, ich will den nicht wieder zu schnell darunter jagen. Ja, das war jetzt ein bisschen zu schwach. Okay. Not that time. Pretty good effort, but it'll wander a couple of feet by. Aber dafür sollten wir doch jetzt hier zügig ein Pärchen spielen. That finished off for par here at the second. And this will remain a one-shot advantage. So, anscheinend führen wir noch mit einem Schlag. Yep. Now to the par 4 third, picturesque and difficult hole, Frank. It might be picturesque, but it's certainly not for the faint of heart. This is going to take your best swing. Water all down the left side. Ja, spannende Bahn und da sieht man rechts auch immer so ein bisschen typisch auch in den USA, immer die Wohnhäuser direkt an den Spielbahnen. Ja, das hat schon was. So, der Wind, okay. Der Wind treibt ihn nach rechts. Naja gut, wir wollen ja definitiv nicht im Wasser landen, auf gar keinen Fall. Okay, aber wir wollen auch nicht zu weit weg sein. Ne? Natürlich müssten wir eigentlich hier ein bisschen reindrohen. Okay,
Ja, der soll dir auf keinen Fall Richtung Wasser rollen. Das passt zu weit. 260 Yards, gerollt ist er nicht mehr viel. 276. Ja, da kommt da doch ein Lächeln raus bei den Kollegen. Ja, schon wieder in den Wind. Das ist fast wie beim Radfahren. Egal, wo man hinfährt, man hat immer Gegenwind. 151 Yards. Er will, dass ich ein Eisen 9 nehme. Das Eisen 9 könnte ich auch ein bisschen länger schlagen. Eisen 8. Mit dem Wind. Lass uns mal gucken. Wir haben eigentlich jede Menge Grün zum Anspielen. Eisen 9. Wir müssen nur einfach gucken, dass wir... Ja, das 9er bleibt ja eigentlich auch relativ schnell liegen. Dass wir hier über den Bunker kommen. Okay. Mitte Grün ist das Motto. Mitte Grün. Okay, er startet zumindest mal gerade. Und kommt er über den Bunker? Ja. Okay. Naja, da hatten uns ein paar Meter gefehlt. Naja. For a long putt like this, there's really not a whole lot to it. I think you'll fancy his chances at this one. Naja, jetzt andere Seite des Grüns ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart ausgedrückt, ne? Aber richtig ist, dass wir näher hätten sein können. Ja, am Anfang ist es erstmal gerade und dann zieht er da vorne rum. Gut, nichtsdestoweniger ist es immer ein 40-Fuß-Putt. Da gilt es erstmal an den Stock kommen. Und vor allen Dingen nicht links weglaufen. Oh, never a doubt. That one was tracking the entire way. It is in for a spectacular birdie. And that's going to move him into red figures for the round and 8 under for the tournament. Up next, the 561-yard uphill par 5 fourth. Creek and OB to the right. Only the biggest hitters can get home in two. So, so, da konnte ich also die Kollegen in der Sprecherkabine ein bisschen überraschen mit meinem Putt. Aber ich gebe zu, ich war auch ein leicht überrascht. Aber so ist es halt manchmal. So wieder eins, wie an der 1, wo man halt denkt, okay, das ist jetzt ein einfacher Putt, dann müssen wir den nur runterschieben und dann haben wir uns total in der Geschwindigkeit geirrt und diesmal war eigentlich nur das Ziel ans Loch kommen und da hat es dann gepasst. Ja, so ist das eben, aber das nehmen wir gerne mit, genauso wie hier der Wind uns den Ball nach links drücken wird, was für uns gut ist. Wir werden ihn jetzt aber etwas flach spielen. Okay, ja, da brauchen wir auch nicht irgendwie ganz groß hier ja, eine Kurve spielen, das passt schon. So ein bisschen flacher. Und da fliegt's Tee rechts weg. Sehr gut, das sind 253 Yards, naja. We'll do just fine. So, ja, das ist halt eben der Wind, der macht uns ein bisschen Probleme, was die Länge angeht. Now from way back, better than 300 yards, a second to the par 5. Ja, und jetzt haben wir irgendwie ein bisschen mehr Seitenwind. Ja, ja, okay. Dann schauen wir mal, ob er gut hier den Ball vom Boden wegbekommt. Genau, der Wind macht, was er soll. Sehr gut. Dann bin ich mal auf den Pitch gespannt. Leicht erhöhtes Grün. Zehn Fuß. 5. 71, 74. Was will er denn? 60er wettschlagen? Unser Caddy gibt uns ein 60er Wedge. Ups.
Da schießen wir doch hier glatt durch das Haus. Ah, 54er geht gar nicht. Okay. Aber wir müssen deutlich länger sein eigentlich. Ja, wir sollten hier schon aufs Plateau hochkommen. Ja, ein bisschen verloren. Aber der dürfte ja nicht groß... Ja doch, warum spinnt der? Yay! Naja. We welcome in Iona Steven. This, a putt for birdie. Yeah, thanks, Rich. This is a pretty straightforward putt overall, but we are going up a gentle slope. Needs an extra bit of gas. Mhm. So, es geht ein bisschen berghoch. Ah ja, wenn wir da jetzt halt wirklich 10 oder 15 Feet näher dran liegen würden, das wäre halt nicht verkehrt gewesen. Weil es ist jetzt kein großes Break, aber auf die Entfernung ist es natürlich dann enorm. Weil wir die ganze Zeit es leicht nach links geht. Okay. Okay. Vorne ein bisschen mehr als hinten. Bisschen weniger. Ah, ausgelegt. Schade. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. So, wo liegen wir denn jetzt mit minus 8? Okay, die Jungs ziehen nach, spielen auch Birdies. We move to the tee now at the 390-yard par 4 fifth here at Bay Hill. Don't let that distance fool you. Bunkers on both sides of the fairway and a well-protected green make par a good score here. Ja, rechts, hinten, links, Bunker, überall Bunker. Die Fahne steckt links. Hier müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein. Da haben wir, glaube ich, das letzte Mal mit dem Holz runtergeschlagen. Wenn wir zu lang sind, dann liegen wir da unten in den Bäumen und das wollen wir nicht. Die Kurve kommt durch den Wind zustande und da vorne haben wir ein bisschen, dass er rechts runterrollt. Ja, wichtig ist eigentlich nur, dass er nicht zu lang ist und nicht in den Bunker, weil sonst haben wir ein bisschen ein Problem. Dass uns der Speed fehlt. Ja, das sollte doch, das sieht gut aus. Yeah, this is not the biggest of fairways, so that is a good shot here at 5. Yep. Gut platziert. Ist die halbe Miete fürs Birdie. Front left hole location here as we await his second to the par 4. Ja, der Wind macht mir Sorgen. 2 inches, bisschen länger. Mit Approach müsste er doch eigentlich mehr Spin haben. Ja, wir müssen halt auch hinkommen. Das ist das Problem. Ja, der Wind wird ihn schon ganz schön nach links, nach rechts wegdrücken. Ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ihr habt schon gemerkt, ich habe als so eine Rechts-Links-Schwäche, ne? Ich verwechsel das immer als. So, also der Wind... Wenn er zu kurz ist, ist er im Bunker. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen Gas geben und ein bisschen vielleicht etwas flacher spielen. So, okay. Was macht er? Spinnt er? Nein, er spinnt nicht. Gut. Ja, also... Okay. Das ist eben. Aber wir haben halt wieder Break. 13 Fuß ist jetzt nicht so wild.
aber es breakt doch ganz schön. Oh, the pace perfect on that one. It's in for birdie. And he's got it to 2 under for the round, 9 under now for the tournament. Frank, this is a big, brawny par 5, and it can be menacing just looking at it from the tee with all of that water. It's also tempting, reachable for the longer hitters, unless your name's John Daly, who took a whopping 18. So better than that, you're better than John Daly. I don't see what's wrong with 18. If you break it down, that's 3 pars and an eagle. That's pretty good. It is, but you're still playing the same hole. So, während wir hier das nächste Paar 5 vor uns haben und wir uns Gedanken machen müssen, wie wir den schlagen, wollte ich noch 2, 3 Sätze sagen zu dem Video mit dem Simulationsmodus. Also ist natürlich klar, also es ist ein Spiel und es soll natürlich dann irgendwann auch eine Simulation sein und eine Simulation soll ja die Wirklichkeit möglichst echt abbilden und was natürlich mir am meisten gefehlt hat, ist einfach diese Funktion hier vorzufliegen, wenn ihr das Ganze natürlich von hier aus planen müsst und spielen müsst und das ist ja nun mal auch so, ihr könnt ja nicht vorlaufen und schauen, was da vorne Sache ist, das müsst ihr wissen, das müsst ihr euch notieren über eine Einspielrunde oder ähnliches und das macht es natürlich dann schon sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, wenn dann Hindernisse sind, irgendwelche Hügelchen, Bäume oder so und ihr habt nicht die Möglichkeit, euch das wirklich hier genau anzusehen, dann das macht es wirklich sehr, sehr schwer. Die Patterei ist natürlich auch so ein Punkt, logisch, aber wir haben ja auch beim echten Spiel keine Grids oder ähnliches. Wir müssen uns das halt auch wirklich angucken auf dem Grün und da muss man halt einfach ein bisschen Erfahrung mitbringen, man muss da üben, das ist so und ich kann es immer nur wiederholen, ihr kennt den Spruch mittlerweile, the drive is for the show, the putt is for the money. Es Geld wird im Endeffekt auf den Grüns gemacht, weil wer mit 2 Schlägen aufs Grün kommt und dann einen 3-Putt spielt, das ist extrem ärgerlich. Aber die Patterei ist natürlich eine spannende Geschichte. Und ich persönlich für mich muss sagen, also da muss man schon deutlich besser sein und man muss natürlich dann auch gutes Material haben. Und da bedanke ich mich auch wieder für eure Hinweise, für eure Tipps. Natürlich, klar, auch ich will ein bisschen sparen und schauen, dass ich als nächstes vor allen Dingen gute Eisenspecs kriege, damit ich hier die Approaches an die Grüns besser kontrollieren kann und da fehlen mir noch ein paar Pointchen und dann gucke ich mal, dass ich da irgendwas Schönes kriege, um mein Spiel hier zu verbessern. Ja, also das hier nochmal kurz zwischenrein geworfen zum Thema Simulation und zu euren Tipps und Tricks. Natürlich, danke immer auch, wenn ihr mir sowas schreibt, da freue ich mich und ich versuche es ja auch dann ein bisschen umzusetzen und auch anzuwenden, denn wir sind im Moment gut dabei. Wir hatten ja, erinnert euch an der ersten Runde, glaube ich, die ersten 9 Loch wirklich Schwierigkeiten. Mittlerweile stehen wir ganz gut da und auch am Leaderboard sieht es so aus, dass wir im Moment mit 2 Schlägen führen. Aber ihr wisst, das ist nur eine Momentaufnahme. So, jetzt wollen wir uns nochmal ein bisschen konzentrieren und schauen, wie wir hier den Ball am geschicktesten reinkriegen. Der Wind wird ihn auch etwas rübertragen. Im Prinzip müssen wir ihn einfach nur in die Richtung bringen und dann sollte es passen. Aber ich mache noch ein bisschen, mache ich noch ein Draw rein und dann schauen wir mal. So wichtig ist einfach nur, dass er nicht nass wird und das sieht so aus. Yep, very good shot right there. Was able to cover that lake with ease and into the fairway here at 6. Sehr gut, da freut er sich und da gibt's ein Däumchen. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann habe ich auch nichts gegen ein Däumchen einzuwenden. So, das hat wieder ein bisschen gepasst. Wir haben jetzt Rückenwind. Oh, aber das macht mir wieder Sorge, weil der Punkt ist ja einfach hier vorne die Steine und so weiter. Wir haben eine False Front, also ich bleibe doch ein bisschen. Ja, wir hätten Rückenwind, das heißt, der müsste eigentlich, nee, weil das Problem ist ja, wir kriegen ja gar nicht zum Liegen. Okay, also, dann machen wir hier wieder unseren, ja, aber da bin ich auch ein bisschen skeptisch, dass der Hybrid ein bisschen zu weit ist und wir versuchen es dann mit einem schönen Pitch. Aber jetzt sehe ich auch gerade, ja, die Fahnenposition ist so ein bisschen hier im Hang. Ja gut, aber auf der anderen Seite. So, Eisen 4 dahin und wir werden hier noch ein bisschen reindrohen.
so dass er ein bisschen rollt. Okay. Ja, aber hoffentlich nicht in den Bunker. Ah, komm, bleib liegen, bleib liegen. Sehr schön. Okay. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in a really good position here on the par 5. Ja, nur auf dem Fairway kriegen wir dann auch Spin drauf. Er will pitchen. Die Sache ist die, dass wir natürlich mit einem Pitch keinen Spin drauf kriegen. Da müssten wir einen, nicht den Runner, den, was haben wir denn, diesen Spinner. Aber das Problem mit dem Spinner ist meines Wissens, ja, dass der ein bisschen vorher, glaube ich, aufkommen muss, oder? Nee, wir machen das mit einem, ja, für den Pitch haben wir eigentlich hier zu wenig Luft. Zu wenig Grün zum Anspielen. Long Flop. Okay, wir probieren es mit dem Long Flop. Und dann müsste er doch hoffentlich irgendwo in der Nähe von der Fahne zum Liegen kommen. Ja, okay, fliegt wieder sehr weit rechts rüber. That's gonna leave some work, but it'll end up okay. Naja. At birdie. And a very makeable look here. Not too much undulation at all. Maybe just a slight move to the right. Ja, das sehe ich auch, dass es nach rechts geht. Und wir haben eine kleine Welle, einen kleinen Rücken. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Das war, glaube ich, so. So, gell? Ja, aber was mich ein bisschen stört, ist halt, dass wir hier die Kamera nicht komplett zurückziehen können. Also das ist zwar alles schön und gut, aber so richtig glücklich bin ich mit dieser Kamerageschichte nicht. Von hier aus sieht man es ein bisschen, dass da ein kleiner Rücken ist. Okay. Oh. Das heißt, erst muss er ein bisschen schneller werden, um dann wieder ja, langsamer zu werden. Hm. Da passiert noch nicht so viel. Hier passiert dann mehr. 21 Fuß. Ja, ich will nicht, dass er da wirklich wegrennt. Ja, das war doch ein bisschen... Ja, okay. Bis zum Lochweh ist er ja gekommen. Much more, but it does come up just about a foot short. Gut. Okay, also da haben wir uns jetzt keine gute Birdie-Chance oder keine Birdie-Chance rausgespielt. And the lead's gonna remain two. Naja, Birdie-Chance ist es eigentlich immer, ne? Aber ja, doch. Es war eine und wir haben sie nicht genutzt. And it is. Requires everything you have at 199 yards. Well-struck shot. That's all it's about. So, die Fahne steckt also da hinten links. Also prädestiniert für einen Draw, prinzipiell. Aber der Wind macht das auch. 209 Yards ist halt wieder eine Hausnummer. Ach, der Wind ist gegen uns, aber drückt den nach links. So, jetzt gucke ich gerade. Ja, da geht dann es hoch. Eisen 4. Eisen 5. Gegen den Wind. Ja, das Problem ist immer dasselbe. Wir müssen ihn auch zum Liegen bringen. Eisen 5 würde halt schneller zum Liegen kommen. 4 Fuß. Auf der anderen Seite, es geht ja ein bisschen hoch. Er wird etwas bremsen und wenn wir ihn reindrohen. Ja, das war zu viel, oder? Das war zu viel. Yep, das war zu viel. Nope, that's into that deep bunker front and left of this seventh hole. Okay. Now from the bunker. Just a little splash out on this par 3. So, es geht ein bisschen bergauf. Deswegen ein bisschen
noch hinter. Okay, und links. That is a good-looking pass out of the bunker right there. Got that to stop in a good place, leaving just a few feet for par. Ja, vor Par, aber wir haben da wieder ein ziemliches Break und das Par will ich haben. Ja. That one finished off. It'll be a par here at 7. And this will remain a 3-shot lead. Ach was. Haben die anderen, ja, die haben was liegen lassen, okay. We now arrive at the demanding par 4 8th, measuring 460 yards, fairway bunkers on the left, and a pond guarding the green. Getting ready to tee off here at the 8th. Frank, this hole has it all. Dogleg, bunkers, water. How do you successfully navigate it? It's such a pretty looking hole, Rich. That bunker down the left just sort of pops out and you see it. So you can either work it off that to the right, either that or just aim a little right. But be careful of those trees on the right. Ja, wir sollen auf die Bäume auf der rechten Seite. Ja klar, wir müssen hinter die Bäume kommen, weil sonst können wir ja hier nicht das Grün anspielen. Das ist soweit richtig. Deswegen werden wir das Ganze auch nochmal ein kleines bisschen unterstützen. Wir werden etwas flacher spielen, damit er etwas mehr Roll bekommt. Und ihm noch ein kleines bisschen mehr Fade mitgeben. Und der Wind wird ihn hoffentlich mit reindrücken. Oh, hat er den jetzt genommen, die Kurve? Ah, wenn der in den Bunker rollt, wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. So, das sind natürlich solche Momente, wo man sich dann freut. Das war dann schon knapp, aber da haben wir das Glück. So, ja klar, jetzt haben wir wieder Rückenwind und jetzt dürfen wir, ja klar, und die Fahne steckt da links. Jetzt sollen wir wieder aufpassen, dass wir nicht einen Schläger zu viel nehmen. Eisen 9. Ja. Oh Mann, dann nehme ich doch lieber den hier. Ja, warte mal. Wenn wir das Achter nehmen, hoch anspielen. Ja, also wie gesagt, nass soll er nicht werden. Nass soll er nicht werden. Ah, ist doch deutlich zu lang. Okay. Ja, da war dann doch das Wasser. Behind this eighth green, and that is going to leave a very difficult shot coming up to a green that'll be moving quickly toward that water. So, Augenblick. Der Pick hat uns bis jetzt ganz gut geholfen. Ja gut, auf der anderen Seite, es geht bergab, ne? Wenn der aufkommt, wird er eventuell ein bisschen... Okay. Ja, komm, bleib liegen. Okay, not bad out of the sand, and that's what will remain, trying to grind out a par. This from 7 feet. So, es geht aber deutlich berghoch. Deutlich berghoch. Okay, und zwar rechte Lochkante. Weil so wild ist das Break nicht. Okay, good roll there. It is a par here at the 8th, and he'll maintain that 4-shot lead. So, so, die Kollegen verlieren Schläge. Here at Bay Hill, 474-yard par 4, Frank. You've played this hole before. Where are you lining up when you step onto the tee here?
There's an out of bounds all the way down the left side that you have to be cognizant of, but that bunker, 290 yards carries it, and yet again another hole that favors the long hitter. So, wunderbar. Das heißt also, solange wir Par spielen, und wir schauen jetzt mal kurz aufs Leaderboard, solange wir also Par spielen und wir haben im Moment noch eine saubere Weste, entfernen sich die Kollegen von uns, weil was sehen wir hier? Savabesh ist im Moment even Par. Und da sind schon wieder jede Menge Japaner. Interessant. So, einer hat die 67 reingebracht. Die 68 wurde reingebracht. Okay, ist im Clubhaus. Minus 5, minus 4. Wir haben minus 2. Okay. Nichtsdestoweniger führen wir im Moment mit 4 Schlägen. Das heißt, im Moment läuft es für uns gut am Moving Day. Und wir sind an der 9 und wollen schauen, dass wir auch hier mindestens das Pärchen spielen. So, letzte Bahn für dieses Video. Ihr wisst ja Bescheid, wir spielen immer Front 9, Back 9. Und das ist die 9, die letzte Bahn der Front 9. So, der Wind ist eigentlich nicht so dramatisch. Okay, wir gehen aber doch ein bisschen mehr rechts und werden den, zack, etwas drawn. Ja, doch ein bisschen links, okay. Das sollte doch hoffentlich so passen, dass der am Bunker vorbeifliegt. Sehr schön, 267 Yards. So, was mich übrigens an der Stelle interessieren würde, und das schreibt ihr mir bitte in die Kommentare. Ich meine... Ja. Mich würde mal interessieren, wie ihr eigentlich hier mit der, ich sag mal, kompletten englischen Variante dieses Spiels zurechtkommt, was aber auch zum Beispiel die Yards-Angaben angeht. Ja, würdet ihr euch wünschen, dass das Ganze in Metern ist? Würde das jetzt für euch einen Unterschied darstellen? Ja, nein. Und die Frage ist natürlich, kommt ihr auch mit der Bedienung und mit diesen ganzen, ja, ich sag mal, Fachbegriffen, den englischen, hier zurecht? Oder würdet ihr euch doch wünschen, dass das alles eingedeutscht wird oder wäre? Würde das euch dann helfen? Würde mich mal einfach so interessieren, denn ich persönlich finde schon, natürlich klar, was die Kommentare angeht, da ist es, die Synchronisation ist Arbeit, aber in anderen Spielen gibt es das ja auch. Und was jetzt natürlich hier die Yards, die Längen und so weiter angeht, ja, komme ich mit zurecht. Und da ich ja nun mal schon viele, viele Jahre auch wirklich Golf spiele und Golf auch gucke im Fernsehen, komme ich natürlich auch mit den englischen Begriffen ganz gut zurecht. Aber nichtsdestoweniger fände ich es trotzdem gerade im Spiel, wenn da viele Erklärungen sind in den verschiedenen Fenstern, da fände ich es natürlich schon hilfreich, wenn man das, die Texte auch in Deutsch hätte. So, wir haben wieder eine kurzgesteckte Fahne, aber jede Menge Wind. Und diesmal schauen wir tatsächlich mal, dass wir den Ball hier Mitte grün, dann haben wir eigentlich auch genügend. Eisen 8 Approach, okay. Dann sollte er doch da definitiv auch zum Liegen kommen. Das hatten wir vorhin ja auch. Und dann wird er ja ein kleines bisschen rollen. Ja, der wird auch ein bisschen länger sein. Deswegen auf jeden Fall wieder versuchen. Ja, da nehmen wir uns natürlich Fläche weg. Okay, okay, wir werden den natürlich auch wieder ein bisschen höher anspielen. Und das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn er aufs Grün kommt. So. 30 Fuß ist akzeptabel. Ja, und da freut er sich. A birdie putt, down to Iona. Well, they often say it's the toughest putt in golf. There's not a lot to it. I think you can take dead aim. Tja, da würde ich jetzt fast sagen, wir lochen den Mitte, also wir spielen den Mitte Loch, so wollte ich es eigentlich jetzt zusammenbringen, weil man sieht, dass es am Anfang ein kleines bisschen rechts geht, unten geht es wieder ein kleines bisschen links, aber es wird mehr rechts als links gehen, okay. Und es geht ein bisschen bergab. Das heißt, er kriegt Speed. Können also etwas kürzer gehen. Damit er nicht wieder zu sehr übers Loch rennt. Ah, ein kleines bisschen links. So viel ist es aber gar nicht. Aber trotzdem muss der sich... Also der wird nicht gerade runterlaufen. Das kann nicht sein. So, wir versuchen es einfach mal so.
Okay. There, it's in from long distance for birdie here at the ninth. And that's going to be a 3-under 33 on this front side. We start the back side at Bay Hill with a par 4, 400-yard dogleg to the right. Two bunkers through the fairway and one on the right. Accuracy off the tee is critical. So, Freunde, da haben wir doch tatsächlich noch an der 9 ein Birdie gespielt und haben unseren Vorsprung deutlich ausgebaut. Und das heißt, wir müssen nervenstark sein, die Nerven behalten. Jetzt nicht, dass, sag ich mal, den erarbeiteten Vorsprung jetzt aufs Spiel setzen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge zu sehen bekommen, denn wir spielen ja immer schön Front 9, Back 9. Das waren die Front 9 Q-School zur Korn Ferry Tour hier in Bay Hill. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Geduld, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß heute gemacht. Ich freue mich auf die Back 9 und ihr hoffentlich auch. Und bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel. Bis bald.